Der zweite Teil vom Coleman Square. Wir hatten gerade die Slides. Nach den Slides, die ja immer alle auch 8-Count sind, kommt jetzt ein Teil, der hat nur 4-Counts. Und diese 4-Counts, die holen wir uns später an einer anderen Stelle nochmal, dass wir wiederum zusammen 8-Counts haben. Das ist ein bisschen der Musik geschuldet und so ein bisschen der Musiktheorie. Also machen wir jetzt die sogenannten Flaps. Bei den Flaps ist es so, die Übung, die wir vorher machen, ist folgende Übung. Ja, wir haben Sport. Eins, diese Kicks. Also wenn man sich warm macht beim Sport. Diese Übung, wenn Sie die paar Mal gemacht haben, können wir dann zu den Flaps kommen. Wir machen drei Flaps, mit rechts beginnend, rechts, links, rechts. Und kommen dann zu dem vierten Count. Sieht so aus, von der Seite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Von vorne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Dadurch, dass Sie auf dem vierten Count nach vorne fallen, in Ihrem rechten Fuß, rechten Schritt, und gleichzeitig klatschen, ist es eine gute Idee, während dieser ganzen Flaps die Arme auch schon hochzunehmen und nicht unten zu halten. Von hinten. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3. Nochmal von der Seite. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3.